Ja, hi und willkommen. Mein Name ist NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind hier gerade in Nibelheim, im Gebirge von Nibelheim, zusammen mit Sephiroth und unbenannten Shinra-Soldaten Nummer 1 und 2. Und Tifa führt uns hier gerade rum zum Berg Nibel. Hieß er, glaube ich, ne? Mount Nibel. Wo wir ja den Reaktor mal untersuchen sollen, ne? Wir sind ja übrigens 5 Jahre in der Vergangenheit, ne? Cloud erzählt gerade hier so seine Geschichte vor Barrett, Aris, Tifa und Red 13, ne? Um so zu sagen, so, hör mal hier, das ist mit Sephiroth passiert, darum ist er jetzt hier voll der Psychopathenmann-Kollegen-Typ, ne? Und ja, wir gucken mal, wie es ja weitergeht. Der erste Eindruck ist sehr gut bisher. Ich habe noch nicht viel vom Spiel gesehen, ne? Wir haben bis jetzt hier so ein, zweimal gekämpft und viel können wir auch noch nicht machen, ne? Weil wir halt in der Vergangenheit sind, ne? Also schon, aber du brauchst dich nicht so zu verausgaben. Davon bin ich weit entfernt. Trainier schließlich fleißig. Was du nicht sagst. Haben wir ein Glück. Aber warum zwingt er mich denn immer hier zu gehen, wenn ich irgendwie hier erkunden will? Da so die Nachricht vom Spiel so, hör mal, du darfst dich hier nicht umschauen im Moment, ne? Weil, hey, du musst der Story gerade folgen und so. Ist ja eigentlich, wenn ich hier so mein Schwert, gar nichts. Überhaupt nicht beeindruckt, die Typen. Und ja, ja, wir können halt noch nicht viel machen, ne? Wir sind ja mehr oder weniger im Tutorial, in der Einführung, ne? Ich glaube nicht, dass irgendwas, was wir hier machen, einen riesigen Einfluss hat auf irgendwas in die Zukunft, ne? Obwohl wir aus irgendeinem Grund auf Level 40 sind oder Stufe 40. Das verwirrt mich ein bisschen. Was? 1, 2, 3, ah, verdammt, ich dachte, er braucht noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte bis zu einem Level Up. Aber okay. Schön. Oh, wild leben. Jetzt habe ich eine Karte. Ja, so habe ich die Karte in Erinnerung. Im, nicht im Original, im Hauptspiel. Und das Hauptspiel. Ich verwechsel die ganze Zeit Original und Hauptspiel. Original meine ich halt Final Fantasy 7 für die PS1 damals. Und Hauptspiel ist halt hier Remake, ne? Aber ich muss ja gar nicht mal Hauptspiel sagen. Ich muss ja Vorgänger jetzt sagen, merke ich gerade. Das ist ja der Nachfolger von Final Fantasy 7 Remake, ne? Also ich komme noch kurz hier aus dem DLC, das ich erst vor kurzem angefangen habe zu spielen, und deswegen musste ich mir die ganze Zeit so angewöhnen, die ganze Zeit Hauptspiel zu sagen, weil immer mich irgendwas an das Hauptspiel oder so erinnert hat. Und ja, deswegen ist halt noch ein bisschen ja gewöhnungsbedürftig. Oh, was hat ein Chimera als Insekt? Tauchen die auch in der Nähe des Dorfes auf? Was jetzt? Das erledige ich. Bitte, nur zu. Geht klar. So, mit viel führst du einen Angriff mit dem Schwert aus. Hatte viel Glück, um einen Flächenangriff folgen zu lassen. Bedingt durch Faktoren wie der Position des Gegners kann dieser unterschiedlich ausfallen. Distanzangriff, ausweichen, nach ausweichen. Ob er gleiche Moveset hat wie im ersten Teil? Ziemlich schwach. Ich glaube ja. So, habe ich Mutangriff. Stimmt. War ein Angriff im Rebirth, in Remake. Er scheint aber die gleichen Fähigkeiten zu haben, ne? Schockschwere Not. Erstmal Gegner schockiert, nehme ich an. Oh. Mit den Ungeheuern hier wirst du auch allein fertig, oder? Na, was hast du denn gedacht? Im Original war das nicht so. Sephiroth. Wir haben die Gegner dem fertig gemacht. Und Sephiroth hat immer in jeden Kampf alles gecarried. Hat man immer gegen so 2, 3 Gegner auf einmal gekämpft. Cloud ist mit jedem Schlag kaputt gegangen und Sephiroth hat einfach gar keinen Schaden genommen. Also wirklich null Schaden.
und hat dann einfach irgendwie so Feuer, ja, Blitz auf alle Gegner eingesetzt und dann war alles tot. Sich ein Gegner nähert, sehr alarmiert und eine entsprechende Leiste erscheint. Diese gefüllt, entdeckt sich der Gegner und greift an. Du kannst dich zurückziehen, um einen Kampf zu vermeiden oder mit viel Präventivschlag ausführen. Alles klar, Gegner angreifen, dann sind sie verwirrt, abgecheckt. Oh. Okay. Da gab es irgendwie gar keine Überleitung in den Kampf oder so. Wenn du in den Kampf deinen Gegner mit vier angreifst, lädst du bis zu zwei, das ist ja eine Menge. Ja, alles klar, weiß ich. So, Schwertsturm. Wieso konnte Cloud all diese Fähigkeiten, aber im ersten Teil hatte ich nicht mehr. Naja, ehrlich gesagt gibt es dafür eine Erklärung, glaube ich, aber das wäre ein Spoiler, glaube ich. So, bist du beeindruckt, Tifer? Tifer? Ja, aber ich weiß nicht, ob das Leveln hier irgendwie einen Einfluss darauf hat. Ich meine, das ist ja ein Nachfolger, ne? Deswegen würde es Sinn machen, dass unsere Charaktere jetzt höher gelevelt sind als beim ersten Teil, ne? Aber trotzdem, wie will man das denn so umsetzen? Oh. Boah. Achtung, nicht einschlafen, Herr Soldat. Können wir auch als Sie spielen? Nein. Blocken oder Kreis ausweichen. Ich nehme den Angriff. Wenn du den Angriff blockst, kurz bevor sie treffen, kannst du den Schaden vollständig verhindern. So musste man, glaube ich, auch Weiß hier besiegen aus dem DLC, was ich nicht geschafft hatte. Ich habe mal irgendwie nachgeguckt, wie man den besiegt. Oh. Man muss den irgendwie parieren mit Tifa die ganze Zeit. Weil ich habe den ja versucht im letzten Part von Intermission. Und ich habe den einfach gar keinen Schaden gemacht, ne? Der Grund davon liegt irgendwie, dass in seiner ersten Phase nimmt er einfach gar keinen Schaden. Man muss ihn einfach die ganze Zeit präzise Abwehr einsetzen, damit er halt, weiß nicht, damit man ihn so, man muss ihn sozusagen schwächen und aus der ersten Phase raushauen und dann macht man ein bisschen Schaden. Man muss ihn halt schocken und so. Naja, ich habe den Kampf einmal versucht oder zweimal, ich bin deutlich drauf gegangen und ich hatte jetzt keine Lust jetzt hier. Ich habe auch online irgendwie mir so mal nachgeschaut, so angeblich muss man da ein bisschen Training haben, da kann man doch irgendwo hin. Warum kann ich da nicht hin? Das ist auf der Karte so ein Gebiet. Aber man muss den angeblich so ein bisschen trainieren, damit man den vielleicht ein bisschen meistern kann, ne? Und darauf habe ich jetzt keine Lust gehabt, hier noch eine Woche oder so, ne? Ich wollte jetzt direkt in das nächste Spiel hier hingehen, ne? Ich wollte jetzt direkt die Nachfolger hier spielen. Jetzt nicht noch eine Woche warten oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, na, lassen wir ihn einfach stecken. Durch die Luft fliegen oder sich mit hoher Geschwindigkeit folgen, als sie hier zu fassen. Ah. Musik ist noch so angenehm, ne? Ins Gesicht. Und du auch. Noch mehr. Oh, Sephiroth hat sein Schwert gezogen. Wir haben ja Knarren gezogen. Oh, sehr gut gemacht. Das war mutig. Danke. Bleib zurück. Sephiroth, kannst mir ruhig helfen, wenn du Bock hast, ne? Nein, er war zu weit weg. So, aua. Ich habe eins gedrückt.
Nimm das. Ja, das Gesicht. Boah, wie hat Kam... sorry. Wow. Das wird angefordert. Schwertsturm. Ach so, ja, genau. Den habe ich auch gerne eingesetzt, wenn ich mich irre. Ja. Das könnte länger dauern als gedacht. Nicht, wenn wir rennen. Das machen wir nur, wenn wir absolut müssen. Beim nächsten Mal hat das Mädchen vielleicht nicht so viel Glück. Auch gut, dann gehe ich eben vor und räume uns den Weg frei. Das schaffe ich mit links. Wollen wir hoffen. Klar doch, wir treffen uns oben. Okay. Bei der Sektion Ausrüstung und Materie im Hauptmenü kannst du deine Waffen und Rüstungsgegenstände ab sofort frei mit Materie bestücken. Probier es mit Cloud einfach mal aus. Habe ich denn was? Ja, guck mal, vielleicht sieht er da ein bisschen anders aus, wo ich nicht mir ich vorstellen kann. Eine Waffenrüstung einsetzen. Versuche mal mit der Materieanalyse. Analyse. Also. So, das Material, seine Ausrüstungsgegenstände, Dreieck einsetzen, also genauso wie ein Dings, ne? Analyse, alles klar. Okay, also hat sich gar nicht geändert. Okay. Ja, je höher man die levelt, desto stärkere Zauber kann man einsetzen oder desto effektiver sind die, ne? Wenn man so Status-Upgrades zum Beispiel hat, dann kann ich mal heilen, ne? Wenn man so Status-Upgrades zum Beispiel hat, dann ich spiele übrigens auf dynamisch. Ich kann da Items einsetzen, alles klar. Also ist das nicht so wie schwierig wie in was ist eigentlich der Unterschied? Ist das irgendwie gameplay-mäßig ein Unterschied? Nee, ne? Gameplay dynamisch für absolute Profis, die stets mit Gegnern auf ihrem Niveau kämpfen möchten. Da steht jetzt nichts irgendwie von so Gameplay-Mechaniken oder so, ne? Könnte ich theoretisch schon Ramo und so ausrüsten? Ich habe ja die von den DLCs hier. Ich glaube nicht, ne? So, Frost, Glut, Heilen, Analyse. Wir müssen mal wieder die Gegner analysieren, ne? Gibt es hier eine Gegner-Datenbank? Anleitung. Doch, da ist ganz fett. Ich weiß nicht, ob da irgendwas bringt, die jetzt zu analysieren. Aber es war eine Option im Hauptspiel. Ah, jetzt können wir so dahin. Ne, von da sind wir gekommen. Gut. Oh mein Gott, so viele Gegner. Boah. Ja. Sein Offensivfeuer bewegt sich langsamer, kann dafür stärker angefasst. Ist möglich, geblockt, da kommt man jetzt zu kontern. Die Fertigung keine Distanz kommt für Magie blocken. So, ich tu mal ja nochmal Konter einsetzen. So, ich sollte ihn mal analysieren. Chimera-Lanze. Ja, Chimera, ne? So, Ungeheuer-Knochen. Umwandelbar, Lucke. Man kann Gegner hier umwandeln. Gab es diese Materie nicht erst sehr viel später? Ah, okay. Lass mich mal versuchen. Ja, komm mal her. Dann greife ich an. Mein Gott. Ja, ja, so langsam kommt die Erinnerung wieder zurück. Ne, die hat mir bei Weiß vielleicht geholfen. Aber was soll man machen, ne? Vielleicht werde ich den ja noch mal versuchen, irgendwie, nachdem ich hier ein bisschen weiter gespielt habe. Aber ich hatte jetzt keine Lust, erstmal den zu machen, dann irgendwie eine Woche irgendwie bei denen irgendwie zu versuchen und dann dieses Projekt hier irgendwie noch in die Länge zu ziehen, bis ich das hochlade. Weil ich wollte schon eher das Spiel immer langsam anfangen, ne? Anstatt jetzt hier irgendwie eine Woche zu warten, bis ich irgendwie den Typen erledigt habe und dann, ja, kann ich hier runterspringen.
Warum soll ich das machen? Okay, irgendwie verstehe ich den Primitivschlag nicht so. Das wird so nichts. Analysieren, mein Gott. Aber warum nicht, ne? So, wirksam, Wind habe ich nicht. Wow. Aber jetzt ist es noch einfach, ne? Aber wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Als ich halt Intermission DLC gespielt habe von Final Fantasy Remake mit Yuffie, da habe ich schon, als diese Wölfe begegnet bin, ja voll aufs Maul bekommen. Aber ich nehme an, das Spiel, das DLC hat irgendwie von einem erwartet, dass man auch hier noch das Spiel ja so voll ins Blut hat und so, ne? Und das Kampfsystem noch alles so kennt, was ich nicht mehr hatte, weil ich das DLC 2-3 Jahre nachdem ich das Remake gespielt habe, Mix Super Trank, was ist das denn? Weil ich das Spiel irgendwie Jahre später schon irgendwie abgeschlossen hatte. Also ich war vollkommen draußen in dem Spiel. Oh, TP und MP. Das ist ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Oh. Ja, guck mal, es sieht doch voll aus, als könnte man da durch. Aber ich bin so breit mit meinem Schwert, ne? Oh, Materia. Das heißt ja nur so fröhlich hier. Damit Kreis, alles klar. Aber hätte ich vielleicht da unten mal versuchen sollen, ne? Materia, Luft. Stern. Entschuldige, was? Hab ich gerade eine maximierte? Nee. Ich meine, der Stern bedeutet irgendwie, dass das eine neue Materie ist. Ah, verdammt, hätte ich da unten Kreis drücken sollen. Jetzt muss ich noch mal einmal zurück. Okay, jetzt muss ich noch einmal gucken, ob man da hochklettern konnte. Warte mal, das sieht auch verdächtig aus. Die Steuerung ist ein bisschen, weiß nicht, ich fühle mich nicht so, als hätte ich so komplette Kontrolle darüber, ob ich irgendwo hochkletter oder nicht. Ne? War ich da? Ja, ne? Ja. Ne, da ist wieder was Neues. Da seht ihr, genau das. Sieht doch so aus, als könnte ich ja an einigen Orten klettern. Das ist ein bisschen komisch, weil ich nicht so genau weiß. Ich nehme an, ich muss rennen oder so, ne, damit das aktiviert wird. Jetzt muss ich aber noch mal gucken bei der einen Lücke, ob man da irgendwie hin kann, jetzt wo ich weiß, dass man da rüber klettern kann und so, ne. Ich will halt nicht wissen, wie hat dann hier passiert, wenn man sich hier, falls man sich überhaupt so auf die Weltkarte irgendwie so rumbewegen kann, ne? Und das scheint hier irgendwie so praktisch zu sein dann irgendwie, ne? Dass man sich überall hinbewegen kann. Ich denke gerade so ein bisschen an Final Fantasy 15. So, kann ich jetzt hier irgendwo hochklettern, wenn ich Kreis drücke? Nee, anscheinend nicht. Ich muss mal gucken, ne? Aber ich glaube, es geht nicht. Doch. Na gut, okay. So, das macht es ein bisschen kompliziert, so zu wissen, wo man hin kann und wo nicht, ne? Weil man da irgendwie nicht irgendwie so einen festen Sprung oder irgendwie sowas hat, ne? Aber okay, muss ich halt herausfinden, ne? Werde ich mich schon angewöhnen. Da gehen wir weiter, ne? Wir müssen immer noch den Berg hier für Sephiroth und Tifa und umbenannter Soldat 1 und 2
frei machen, ne, damit die ja sicher durchkommen. Und ja, dann sehen wir, wie es ja weitergeht, ne? Ich frage mich, ob ich die ganze Materie am Ende auch noch haben werde, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. What? Wie falsch? Woher weißt du denn, wo ich hingegangen bin? What? Das ist doch der einzige Weg hier. Okay, erstens, woher weißt du, wo ich hingelaufen bin? Von da unten. Zweitens, wo soll man... Die Brücke ist schon vor einiger Zeit eingestürzt. Komm wieder runter, ja? Geht klar. Okay, warum hast du mir nicht folgt? Wo sollen wir denn dann sonst hin? Ah, jetzt müssen wir durch diesen Schmal. Oh. Leute, ich hab's gewusst. So. Na, kommst du öfter hier in diesen Spalt? Na, da will ich sehen, wie Sephiroth mit seinem langen Schwert da durchkommt, ne? Das ist wie so ein Hund, der irgendwie so eine Zeitung im Mund hat und versucht durch so ein Hundetor zu gehen. Da geht so seitlich mit dem Schwert. Ich wollte die Führung erst ablehnen. Dachte, du würdest reichen. Zum Glück habe ich mich anders entschieden. Ah, was für ein Gentleman, dieser Sephiroth, ne? Er tut bestimmt keiner Fliege was zu leiden, ne? So. Hey, dann haben wir aber eine Szene hier mehr oder weniger geskippt, weil da ist nämlich die Brücke zusammengebrochen und wir haben einen von diesen Soldaten verloren. Wer dieser Cut sehen. Die Zukunft hat sich geändert. Ja, wir sind schon am Makao-Reaktor. Alles klar. Oh. Was hat hier? Materialismus. Was ist das? Das ist eine neue. Die kennen wir noch nicht. Blaue Materias können ja verbunden werden, ne? Mit grünen Materias. Höhe die Stufe verbundener Materie um eine Materie auf höchste Stufe davon sind ausgenommen. Okay. Dann, Dreieck, ne? Ja. Da ist heilen, kann jetzt zu Herrn 2 hochgelevelt werden. Ah, guck mal hier. Kann man da doch eine auf Analyse machen? Ich direkt zwei Gegner analysieren kann. Ich glaube, da will ich sogar eher. Bekommen ja trotzdem neue Erfahrungspunkte, ne? Da kann ich nämlich zwei Gegner direkt analysieren oder alle Gegner, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen praktischer, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich Vitra brauche. So, alle Wege führen zurück zu Shinra. Wir sind schon wieder in so einem Makao-Reaktor. So, Vergangenheit holt uns ein. Oder wird zu unserer Zukunft oder unser obwohl was wir vorher gespielt haben ist ja unsere Vergangenheit, ne? Und dementsprechend wird es wieder zu unserer Zukunft. Das heißt, die Zukunft ist die Vergangenheit und die Vergangenheit ist die Zukunft. Ich sollte aufhören, bevor mein Kopf explodiert. Okay, so, was für ein Monster erwartet mich hier? Hier kommt da so was von irgendwas. Ich wusste es. Wo ist denn das? Wow. Oh, die Typen kenne ich aus dem Original. Kam die auch im Dings vor? Ich weiß es nicht. Ihr könnt ruhig eure Knarren einsetzen, wenn ihr wollt, ne? Appariert. So, einmal Analyse. Schriller.
Mondstein. Und dann kann ich mein Pipi endlich hier. Kann ich endlich mein Pipi hier entwickeln. Da boom. Oh, ich glaube, weiß es gar nicht so stark. Wenn ich wüsste, wie man pariert wieder. Ich wüsste gar nicht mehr, wie das geht, ey. Wie einfach das Spiel ist. Ich muss mich auch jetzt wieder irgendwie daran gewöhnen, ja nicht Schuriken werfen zu müssen, ne? Mit Yuffie. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Na, ich habe Final Fantasy 7 schon wieder deinstalliert. So Remake. Verdammt. Ah, wie fröhlich Cloud noch hier ist. Ich aktiviere. Nee, da ist ein Schloss dran. Erhöhte Konzentration von Makrogasen. Liftbetrieb ausgesetzt. Die überschüssigen Makrogase müssen mit einer Luftfilteranlage abgesaugt werden. Okay. Das mache ich ja gerade. Ich soll das Ding bewegen. Ich sehe da Kabel. Hiermit. Können wir ruhig helfen, Leute, ne? Also, ich bin ein Soldat erster Klasse. Das gehört alles für meine Ausbildung. So, einmal aus dem Weg. Ist das Kabel so lang? Alles klar. Was ist das hier? Ich verkabel mit einem Makro, ja. Oh, ich dachte, da lag eine Materie. Materie? Nicht an so eine ganz alte Animation denken. Von Yuffie. I'm here to. To what? Steal your materia. I'm here to join your party and the moment you least expect it, I will steal your materia. What was that? Ah, da war auf Newgrounds damals. Boah. Ist die Seite überhaupt noch? Hab ich einige Animationen gesehen, ne? Damals von Final Fantasy 7. Vorsicht, ich alle direkt hier rein. So. Okay. So, waren wir noch gar nicht mit dem Reaktor drinne? Nehm an nicht, ne? Boah. Schon wieder ein paar Monster gehen. Habe ich denn Viecher eigentlich gerade analysiert? Ja, ne? Da ist der Reaktor. Ha, Säureregen. Makroregen. So. Alles klar, Truhe. Gib mir Elixier. Boah. Ich mach voll heilen. Nein, immer noch nicht voll. Aber okay. Hier wird mir immer etwas mulmig. Einfach Augen zu und durch. Ach, hier ist die Brücke. Hier ist die Brücke. Ah, ja, dann habe ich wohl gerade ein bisschen gespoilert, weil als nächstes passiert, ne? Ja, vorsichtig, Leute, wir wollen ja keinen verlieren, ne? Vor allem keinen wichtigen Charakter, ne? Seid ihr noch alle da?
No, man. Oh. Autsch. Sephiroth rettet den Tag. Oh, nicht die Shinra-Soldaten. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Sephiroth, halt mich. Nein. Man soll jetzt einfach nur ein Schwert so daheim halten können. Hätte sich da anfassen können. 2 Stunden später. Aber zum Reaktor. Kannst du uns hinführen? Ich fürchte nicht. Tut mir leid. Verstehe. Aber wir können dich nicht allein lassen. Du kommst also mit. Okay. Und ab jetzt kämpfe ich mit. Ja. Werde dich ein wenig beobachten. Im Ernst? Wer weiß. Gruppe beigetreten, Sephiroth. Oh, warte. Morn und Fels, wenn die dir Halt bieten, kannst du hinaufklettern. Alles klar. Oh, Backe. Oh, Sephiroth ist auch Level 40. Wenn du was sagst. So, ich kann wahrscheinlich mit seiner Materie nicht interagieren, ne? Materie von Zeit vor können momentan nicht geändert werden. Nein. So, Gewitteramplifikation. Der hat wahrscheinlich genau das gleiche Setup wie damals im Original, ne? Ja, der hat. Das sind, glaube ich, die ganz genau gleichen Sachen, die er hatte. Gloria Armschutz. Fertigkeit Höllenpforte. Oh, kann ich ihn auch steuern? Komm. Bis zum Ende Höllenpforte. Okay. Synchro-Aktion. Ah, Synchro gibt es auch wieder hier in dem Spiel. Kann ich ihn steuern? Geht das überhaupt? Ich glaube, das ging gar nicht, ne? Im Original. Im ersten Teil. Ich glaube nicht, ne? Doch irgendwie ging das, glaube ich. Im Kampf wahrscheinlich nur. Im Kampf ging das, glaube ich, nur. So. Ja, da hoch müssen wir. Ich kann noch nicht dazu, ihn zu steuern. So, Sephiroth springt jetzt ja einfach hoch, ne? Pass auf. Oh, eine Bank. Alles klar. Aber erstmal hole ich mir das hier. Ich glaube, wir sollten die Bank erstmal TP Boost. Yay. Sehr gut. Oh, da tut man Speichern, wenn man direkt drückt. Alles klar. So, oh nein. Mir schon ja auswählen, was ich hier nicht mehr einsetzen will. Ich meine, das Ding hat ja eigentlich keine Erfahrungspunkte, ne? Oder kann nicht gelevelt werden. Von daher,
Muss ich halt da rausnehmen. Ich will unbedingt TP Boost haben. So, jetzt habe ich fast zu viel AP wie Sephiroth. Was? Sephiroth. Du kannst zwischen den Charakteren von deiner Gruppe wechseln, um den Vorteil auf deine jeweiligen Kampfsituation zu beziehen. Also links, rechts, oben und unten. So. Sephiroth stärken. Drücke Viereck im Nahkampfangriffen, um Nahkampfangriffe mit Sephiroths Schwert Masamune auszuführen. Und stattdessen einen Distanzangriff auf. Nach einer bestimmten Anzahl erfolgreicher Angriffe konnte mit der folgenden die Limitleiste aufladen. Konnte stellen. Drücke gleichzeitig mich um zu parieren. Dann mache ich doch. Okay. Natürlich spiele ich Sephiroth. Er teleportiert sich. So, euch haben wir schon analysiert, ne? Ins Gesicht. Alles klar. Der gegenwärtige Anführergruppe ist Sephiroth. Der Anführer ist bei Kampfbeginn der jeweils aktive Charakter. Ah, okay. Ja, okay. Ja, natürlich werde ich Sephiroth hier spielen. Hallo. Solange wir hier ihn noch spielen können, ne? Irgendwas sagt mir, wir werden nicht viele Möglichkeiten haben, ihn spielen zu können in der Zukunft, ne? Von daher tue ich natürlich jede Sekunde hier ausnutzen, indem wir Sephiroth spielen können. Hallo. So, voll geheilt. Ja, MP werden auch geheilt. Alles klar, da war nur im schwierigen Modus. Im schwierigen Modus von Intermission war nämlich so, dass die MP nicht geheilt werden. Was ich ein bisschen komisch fand. Ich meine, ich nehme an, das macht das Spiel halt schwieriger, ne? So. Hier ist das Zeug auch. Ja. Ihr seid neu, oder? Ist der gut, Tifa? So, klar, du brauchst mal ein paar TB, um Analyse einzusetzen. Wenn ich Dreieck und Viereck drücke, kann ich dann... Ich verstehe nicht, wie sein Konter irgendwie funktioniert. Aber klar, mach doch mal... Das schaffe ich auch allein. Mich halt irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert. Was? Ich habe mal gedrückt gehalten. Dann macht er einfach den, ja. Das wäre erledigt. Okay. Ich muss noch ungefähr lernen, wie man Sephiroth steuert. Wo ich nicht glaube, ob das auf lange Zeit irgendwie einen Unterschied macht. Aber so geil gewesen, wenn man im Original hier sehr viel Rot spielen konnte, ne? Aber nein, da war Computer gesteuert. Was eigentlich auch ein bisschen cool war. Du bist doch ein Gegner, oder? So, was? Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da oben hin. Na. Okay, Materia. Gib mir ja, noch mehr Materia. Immer schon so viele. Okay, was ist das überhaupt? Gestärkte Attacke. Ja, jetzt wollen wir die viel schon magische Stärke stärkt. Ah. Das ist ein Buff. Ja, das können wir doch mal nehmen, ne? Wir mal Eis daraus, weil Sephiroth hat hier alles gecovert mit seinen Elementen, ne? Ich glaube, er hat ein Element nicht oder ein Element nicht, dass er auf alle zielen kann, ne? Das ist dunkel hier. Ich sehe nichts. Sephiroth, halt mich, ich sehe nichts.
da ist nichts. Okay, ja, bis jetzt ist das Spiel noch relativ einfach, ne? Gut, damit ich halt noch ein bisschen da reinkommen kann, ne? Ich meine, der erste Teil war relativ schwierig, ne? Da, als wir gegen diesen Skorpion-Roboter-Boss gekämpft haben, da war schon relativ heftig, ne? Wenn ich mich nicht irre. So für den ersten Boss, ne? Und da war der erste Boss so nach, weiß nicht, einer halben Stunde oder so. War schon relativ heftig, fand ich, für den ersten Boss. Hm. Ah, jetzt aber hier. Schön. Sie ist wunderschön. Ja. Wahrscheinlich hochgiftig, ne? Dann verschwinden die Quellen irgendwann. Unsinn. Wer sagt denn sowas? Papa. Und der Bürgermeister auch. Dein Papa ist doof und der Bürgermeister auch. Das ist riesig. Marco gibt's genug, nicht? Natürliche Materie. Materie entsteht aus verdichteter Marco-Energie. Es muss eine halbe Ewigkeit gedauert haben, bis sich sowas entwickeln konnte. Hey, warum kann man mit Materie eigentlich zaubern? Und du willst wirklich ein Soldat sein? In den Materia ist das Wissen des alten Volkes eingeschlossen. Mit ihm lassen sich die Kräfte des Planeten nutzen. Dieses Wissen verbindet uns und den Planeten und ermöglicht Magie. So sagt man jedenfalls. Wirklich? Magie ist echt komisch. Ich kenne einen Mann, den du damit zur Weißglut bringen würdest. Der duldet nicht mal das Wort Magie, weil es die Wissenschaft beleidigt. Wer denn? Ojo aus der Forschungsabteilung. Sein Vorgänger war ein großartiger Wissenschaftler. Ganz im Gegensatz zu ihm. Gast, ne? Los, weiter. Hier ist er, glaube ich, Professor Gast. Wenn ich mich nicht irre, gab es hier auch. Obwohl, gab es hier eine Materie? Konnte man im Original auch Materie finden? Ich weiß nicht. Ich meine mich da irgendwie. Oder war halt irgendwann später, wenn man irgendwie nach Nibelheim gekommen ist. Wenn man hier hingekommen ist zum Brunnen. Da gab es irgendwann eine Materie dann, ne? Weiß ich nicht. So, Gegner. Da ist wieder so ein Keulenschwinger. Wow. Ich glaube, ich habe ich. Verstehe nicht, wie sein Parieren funktioniert, ganz ehrlich. Muss ich da angreifen, während ich angegriffen werde? Boah. Okay, jetzt reicht es. Worte. Ich merke gerade, was das für ein Angriff ist, ey. So, irgendwie konnte ich hier. Irgendwie kann ich hier was anderes so machen. Ne? Genau, keine große Sache. So, sein Kampfstil verstehe ich noch nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. So, auf jeden Fall, dass es Heilung ist. Ich fasse sicher, die beiden mehr oder weniger gleich stark sind hier, obwohl wir sind sehr viel Starkswerte. So. Die Attacke, okay, doch, der ist ein bisschen stärker, ne? 247. Im Original war halt hier die Maximalwerte waren 255 und er ist 247 irgendwie hat gewesen, ne? Ich glaube, er hat 250 im Original. Nimm das, Quelle des Planetens. Marco? Nein. Tsunami?
mal kurz ein Navi. Okay. Neue Gegner. Da muss ich ein bisschen auf euch draufhauen. So, dann analysiere ich Doppelieren. Bum, bum. Giftmüll. So. Bleib zurück, ich mach das. Nein. Wenn der Gegner einen unblockbaren Angriff vorbereitet, scheint neben den Namen Fertigkeit das Symbol. Ja, okay. Das wurde beim Kampf gegen Weiß auch gezeigt. Aber ich will das jetzt mal checken, wie das funktioniert. Mich dann angreifen, während ich angegriffen werde. Was ist denn da gerade passiert? Mein Gott. Verstehe halt nicht. Ich verstehe nicht, wie sein Kampfstil funktioniert, aber sehr viel heute ist auch stark genug, ne? Irgendwas sagt mir, ich werde nicht lange mit ihm spielen können, um davon irgendwie Nutzen zu haben, ne? So, also hier hoch. Okay, dokeli. Ich muss mich heilen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Sephiroth heilt. Vorsicht, Mann. Ah, was ein Ausblick. Stimmt, die bleiben ist ja so ein bisschen am Meer, ne? Ey, nicht auch unterschmeißen, Kollegen. So, jetzt war ich ihn. So, jetzt habe ich gerade irgendwas gemacht. Muss ja voll Punkt genau spielen, ey. Na, und da kommt er und macht den hier. Und ich kann nichts machen. Ich geh einfach so auf euch los, Mann. Boah. So, mal gut. So. Ja, voll nervig. Er hat ja einen Schock sehen und der tut dich betäuben. Geh sehr froh, du brauchst nicht so nah. Oh, Vorsicht. Habe ich irgendwie gar nicht auf den Schirm gehabt, dass hier diesen Moment hier gibt in dem Spiel, den man spielen konnte. Hab ich gar nicht irgendwie dran gedacht. Das ist ja verrückt, ist einfach da runtergesprungen. Na, auch schon hier. Warte mal hier. Amplifikation. Ich habe schon gedacht, dass wir das als erstes bekommen. Nein, nein, mein Gott, hier. Dann geben wir Luft raus. Du kommst hier hin. Eine gestärkte Attacke kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf Dauer. Amplifikation, das ist mehr oder weniger alle. Das heißt, jetzt kann ich alle heilen. Jetzt kann ich alle Leute hier heilen. Schaut, wie ich alle heile. Aber sehr viel schwächer. Okay. Also dieses Szenario so ein bisschen länger gemacht übrigens, ne? War eigentlich relativ schnell am Reaktor. Montisaurus,
Wenn es blocken mit R1 kannst du durch Drücken der entsprechenden Tasten Synchroaktion im Team mit deinen Gefährten auswählen. Wir brauchen keine ATP-Einheiten und unterscheiden sich je nach gesteuerten Charakter. Okay. Das sieht mir ein bisschen überpowered aus. Das muss ich erstmal analysieren. Das war stark. Okay, das heißt okay, weil sehr viel Rot hat wiederbeleben. Ja, hochwertige Ungeheuer-Haut. Unter der TP-Leiste von Gegnern wird eine zweite Anzahl. Ja, sagst du mir jetzt erst? Ja, ich weiß. Oh Mann. Das bestimmt nicht zu, als Sephiroth hier feigt. Oh, wie sieht denn seine Limit aus? Ah, oh, komm. Ich habe mich mal kurz, ne? Ja klar, da voll stark war. Oh mein Gott. Warte, warte. Mach ich los, ja. Der hat meine Heilung. Nee, leider nicht. Okay. Schockler zum Gegner komplett gefüllt ist. Ja, okay, das weiß ich. Ja, jetzt geht's aufs Maul. Er hat voll viele verschiedene Angriffe. Okay. Na. Sehr vielleicht eher mit sehr viel heilen, weil er wahrscheinlich mehr heilt, ne? Ja. Sollte ich vielleicht machen. So, hier war doch irgendwie eine Materie, habe ich gerade gesehen, ne? Ja, da wo ist die Materie? Ich habe gerade ja was gesehen. Von hier aus habe ich doch irgendwas. Hallo? Ich bin da oben, mein Gott. Muss schon sagen, ob ich jetzt hier verpasst oder was? Da ist auch eine Truhe, sehe ich gerade. Okay, Vorsicht, Tifa. Megatrank. Ist ein anderer unwichtiger Soldat auch noch am Leben? Ja, okay, gut. So. Es ist ein bisschen merkwürdig. Es gibt hier viele Orte, in denen man hier hochklettern kann, aber irgendwie ist da nichts. Ein bisschen komisch. Oh, da ist das. So, lila eine Materie, das ist wieder ein Starts-Up in irgendeiner Weise, ne? Präzise Abwehr. Das brauche ich glaube ich nicht, ne? Obwohl ich jetzt eigentlich keine Magie ein, ne? Deswegen wäre eigentlich das hier besser, ne? Stärkt präzise Abwehr. Bin ich so ein Fan für Angriffsmagie, ich bin immer so ein Fan von Fähigkeiten, ne? Also das ist unbedingt notwendig. Oh, da ist auch eine Materie. So, hab ich den schon analysiert? Purely Dennis. Nebelsaat. Ja, ich weiß sehr viel Ort, aber lass mich trotzdem. Mein Gott. Ich
Irgendwie kam mal irgendwie vor kurzem so ein Spiel raus, das hieß irgendwie Final Fantasy 7 Ever Crisis. Das hat sogar noch mal ein bisschen früher vor Crisis Core gespielt, ne? Was ironischerweise auch ein bisschen hier diese Story hier abgespielt hat, ne? Also hier, was wir gerade machen. Und Ever Crisis, da gab es irgendwie so eine Szene, die habe ich irgendwie online gesehen. Da war eine jüngere Version von Sephiroth mit kurzen Haaren und so. Da war irgendwie komisch. Automagie. Alles abchecken. Weiß aber nicht, was es damit auf sich hat. Wir uns automatisch verbundene Materie, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. What? Okay, verstehe nicht. Und tut er automatisch irgendwie heilen oder was? Ist da nicht Auto Vita oder so? Mal tun die einfach nicht von alleine irgendwie hier. Tun die einfach nicht von alleine irgendwie Magie einsetzen oder was? Warte mal, sehe ich da gerade richtig? Hat Vita schon immer 6 MP gekostet? Warum kriege ich so viele Phoenix wieder an? Noch ein bisschen machen wir noch, ne? Ich habe ja gedacht, wir kriegen heute noch den Makro-Reaktor hier zerpulverisiert und so, ne? Ja, nicht zerpulverisiert. Dafür sind wir ja gar nicht hier. Da steht, untersucht den Reaktor, nicht töte ihn ab. Töte den Reaktor. Das ist eine Bank, kann man da chillen? Ne, aber da ist was. Ich wusste irgendwas hier. Meteoroid? Was? Irgendwas sagt mir, diese Dinger werden wir nicht behalten. Ein Meteorit ist ganz schön heftig. Den Einsatz von Meteoriten, Magie. Irgendwas sagt mir, das werden wir nicht behalten. Klar, gib mir das. Warum nicht? Nee, irgendwas sagt mir, wir werden die Materie nicht behalten. Weil Komet ist schon Endgame-Materie. Das ist ein bisschen krass. Was ist das nächste? Das Ultima. Na, die könnten wir ja gar nicht benutzen. Ne? Ultima in Final Fantasy 7 ist ja halt. Die musst du erstmal hochleveln, damit du die überhaupt benutzen kannst, weil die halt so stark ist. Ne? Also, die kannst du nicht auf Level 0 oder 1 benutzen. So, ich muss schon wieder Hausmeister hier spielen. Okay, geh mal aus dem Weg. Geh aus dem Weg, sonst sauge ich dich ein. Unmächtiger Soldat. Nein. Es ist nicht lang genug. Okay. Halten. Ich muss es langsam drücken. So, und jetzt mache ich den hier. Jetzt muss ich einmal so rum. Der geht schon direkt da hinten hin. Ich mache das Schloss auf, sobald es offen ist. Okay. So. So, bevor wir hier runtergehen, würde ich sagen, machen wir einen Schnitt. Ne, kann ich hier durch? Nee, schade. Bevor wir weitergehen, mache ich hier einen Schnitt, ne? Und dich habe ich gesehen. Nein, da war kein kaputt machbarer. Ich mache hier einen Schnitt. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir hier weiter zum Reaktor gehen, ne? Kapitel 1, der Fall eines Helden abschließen. Und ja, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.